Guten Morgen. Wir begrüßen uns euch alle ganz herzlich zu unserem Online-Kinderwort-Gottesdienst. Und wir freuen uns, dass wir diese Art zumindest gefunden haben, gemeinsam zu feiern zu können. Der Advent ist ja immer ein besonderer Höhepunkt im Jahr für alle Kinder, nehme ich an. Für uns auch. Eine ganz besondere Zeit. Und dieses Jahr alles ein bisschen komisch, so wie das ganze Jahr schon. Aber wir freuen uns besonders auf Weihnachten und hoffen, dass alles gut wird. Ja, wir wollen jetzt auch den lieben Gott begrüßen und mit ihm diese Feier anfangen, mit unserem gesungenen Kreuzzeichen. Ich denke an dich, ich erzähle von dir, Jesus, du bist bei mir. Ich denke an dich, ich erzähle von dir, Jesus, du bist bei mir. Ich denke an dich, ich erzähle von dir, Jesus, du bist bei mir. Ich denke an dich, ich erzähle von dir, Jesus, du bist bei mir. Kein Advent ohne Adventkranz. Und das wird aber auch nicht. So. Wir haben den Adventkranz gestern schon gesegnet. Wie ist er? Und da kann man jetzt auch eine Kerze anzünden. Also das machen wir jetzt hier. So wie das der Niki jetzt gerade macht, laden wir euch ein, dass ihr das auch bei euch zu Hause macht, die erste Kerze anzuzünden am Adventkranz. Und dazu singen jetzt wir das Lied, das uns den ganzen Advent begleiten wird. Die erste Kerze zünd ich an und mach mein Herz bereit, dass es ganz licht und fröhlich wird in dieser dunklen Zeit. Dass es ganz licht und fröhlich wird in dieser dunklen Zeit. Die erste Kerze zünd ich an und mach mein Herz bereit, dass es ganz licht und fröhlich wird in dieser dunklen Zeit. Dass es ganz licht und fröhlich wird in dieser dunklen Zeit. Jetzt haben wir unsere erste Kerze angezündet und können so gleich in unser Thema starten. Wie das wahrscheinlich viele von euch wissen, haben wir jedes Jahr ein Motto im Advent, das uns zu Weihnachten hin die ganze Zeit begleitet. Und das haben wir uns natürlich auch heuer überlegt. Heuer haben wir uns ein schwieriges Thema ausgesucht, muss ich sagen. Wir wollen nämlich herausfinden, warum man Gott oft so schwer hören kann, so schlecht hören kann. Weil manchmal würde man ja einfach ganz klar vom lieben Gott hören, mach das so, das wäre gut, wenn du das so machst, aber ist euch das schon mal passiert? Ja. Ja, mir noch nicht. Also so ganz klar habe ich das noch nie gehört. Aber um Gott verstehen zu können, wahrscheinlich müssen wir sehr leise werden. Muss es still sein. Und wir haben eine Geschichte gefunden, die passt so gut zu unserem Thema. Die werden euch jetzt gleich die Baumgartner aus ihrem Wohnzimmer vorlesen. Ich mag euch noch kurz was zu der Geschichte erzählen, damit man sie gut versteht. Und zwar, bei der Geschichte geht es um den Xaverl. Von dem gibt es ganz viele Geschichten und vielleicht habt ihr in einem Kinderwortgottesdienst oder in einer Argomesse haben wir auch schon mal eine Geschichte vom Xaverl erzählt. Der Xaverl ist ein Bub, wahrscheinlich so im Volksschulalter, wie vielleicht manche von euch. Und der Xaverl, der hat eine ganz besondere Beziehung zum lieben Gott. Der kann nämlich wirklich mit dem lieben Gott sprechen, der spricht mit dem lieben Gott und in den Geschichten kriegt er auch immer Antwort, aber vielleicht nicht immer. Also passt einmal gut auf, was jetzt passiert. Xaverl steht vor der Tür zum Wohnzimmer und tritt
von einem Bein auf das andere. Da drinnen streiten sie und wie sie streiten. Die Mutter sagt, nicht einmal den kleinsten Handgriff. Der Vater sagt, dieser ewige Nörgelei. Die Mutter sagt, wie den letzten Dreck. Der Vater sagt, nichts als Vorwürfe. Ihre Stimmen werden laut und böse. Sabal flüchtet in sein Zimmer. Lieber Gott, sagt er, bitte mach, dass sie aufhören. Und dann wird er still, ganz still, damit er hören kann, was der liebe Gott ihm antwortet. Der liebe Gott antwortet nichts. Du, sagt Xaval, hörst du mich? Mach, dass sie aufhören. Ich halte das nicht aus. Mach, dass sie friedlich sind. Aber der liebe Gott antwortet nicht. Du, sagt Xaval, während ihm die Tränen über die Wangen rollen. Warum tust du nichts? Du musst jetzt was tun, du musst. Er horcht mit aller Kraft, aber der liebe Gott schweigt. Xaval steigt ins Bett und zieht die Decke über die beiden Ohren, damit er den Streit aus dem Wohnzimmer nicht mehr hört. Ich verstehe dich nicht, lieber Gott. Ich bin ganz furchtbar enttäuscht von dir. Und er hält den Atem an, damit er hört, was der liebe Gott ihm jetzt sagen wird. Denn wenn sich der Xaval so bitter bei ihm beschwert, dann kann der liebe Gott doch nicht schweigen. Der liebe Gott schweigt. Xaval wartet und weint und wartet. Dann hält er es nicht mehr länger aus im Bett. Auf bloßen Füßen läuft er ins Wohnzimmer. Die Eltern streiten noch immer. Hört doch auf, sagt Xaval. Ich bin so traurig, wenn ihr streitet. Ich habe Angst, dass ihr euch scheiden lasst, wie die Eltern von der Monika. Also jetzt mischt sich der Fratz auch noch ein, ruft der Vater. So ein Blödsinn, wer redet denn von Scheidung? Ruft die Mutter. Mir ist lieber, ihr schimpft beide zusammen mit mir, als dass ihr so böse aufeinander seid. Schluchzt Xaval. Wir sind nicht böse aufeinander, wir haben nur eine kleine Meinungsverschiedenheit. Brummt der Vater. Wohin kommt man denn, wenn man nicht einmal mehr in Ruhe streiten darf? Sagt die Mutter mit einem kleinen Schimmer ihres gewohnten Lachens in den Augen. Verroll dich ins Bett, Xaval, und zwar sofort. Xaval geht. Er gähnt laut vor Müdigkeit. Mit einem tiefen Seufzer kriecht er unter die Decke. Das hast du gut gemacht, sagt der liebe Gott. Und genau darum, was wir gerade in der Geschichte gehört haben, geht es auch in unserem Mottolied, das wir wie jedes Jahr geschrieben haben, also ein Lied umgedichtet haben. Die Melodie wird euch vielleicht auch gleich bekannt vorkommen. Es gibt auch ein bisschen was zum Mittanzen beim Refrain. Und bei uns zumindest zu Hause, wir singen es schon die ganze Zeit. Ich glaube, auch wahrscheinlich nach heute oder spätestens nach nächster Woche wird das bei euch auch der reinste Ohrwurm sein. Und vielleicht könnt ihr gleich mittanzen. Manchmal bin ich wirklich sehr empört, hab Gottes Stimme nicht gehört und bräuchte sie so dringend. Jesus,
Doch liegt es wirklich immer nur daran, dass Gott nicht lauthals schreien kann. Hilf uns beim Hören lernen, Jesus. Manchmal spricht Gott wirklich leise, ich kann ihnen nicht verstehen. Doch auch Schweigen ist eine Botschaft, das muss ich mir eingestehen. Denn Gott traut mir zu, dass ich von selbst den Weg wiederfind zu dem frohen Leben mit Jesus. Manchmal bin ich wirklich sehr empört, hab Gottes Stimme nicht gehört und bräuchte sie so dringend, Jesus. Doch liegt es wirklich immer nur daran, dass Gott nicht lauthals schreien kann. Hilf uns beim Hören lernen, Jesus. Manchmal spricht Gott wirklich leise, ich kann ihn dann nicht verstehen. Doch auch Schweigen ist eine Botschaft, das muss ich mir eingestehen. Denn Gott traut mir zu, dass ich von selbst den Weg wiederfind zu einem frohen Leben mit Jesus. Manchmal bin ich wirklich sehr empört, hab Gottes Stimme nicht gehört und bräuchte sie so dringend, Jesus. Doch liegt es wirklich immer nur daran, dass Gott nicht lauthals schreien kann. Hilf uns beim Hören lernen, Jesus. Euch geht es vielleicht auch öfter mal so wie dem Xaverl. Damit seid ihr aber gar nicht alleine. Sogar in der Bibel kommt es schon vor, dass jemand sich bei Gott beschwert, weil er ihn nicht hört und ihm auch nicht hilft. Hört jetzt mal gut zu, was da jemand vor 3000 Jahren aufgeschrieben hat. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Ich schreie verzweifelt, doch du bist so weit weg. Mein Gott, Tag und Nacht rufe ich zu dir um Hilfe, aber du antwortest nicht. Unseren Vorfahren hast du immer geholfen. Und was ist mit mir? Alle Leute machen sich über mich lustig. Überlass Gott deine Not, lästern sie. Der soll dir helfen und dich retten. Er liebt dich doch, oder etwa nicht? Gott, Bleib mir doch jetzt nicht fern. Groß ist meine Angst. Weit und breit gibt es keinen, der mir hilft. Herr, wende dich nicht länger ab von mir. Nur du kannst mir neue Kraft geben. Komm mir schnell zu Hilfe. Ja, und was dann passiert, das wissen wir nicht so genau. Aber plötzlich ist alles anders. Tatsächlich, Herr, du hast mich erhört. Vor der ganzen Gemeinde will ich dich loben. Denn du hast mich Hilflosen nicht verachtet. Über mein Elend bist du nicht hinweggegangen. Nein, Gott wandte sich nicht ab von mir, sondern hörte auf mich, als ich um Hilfe schrie. Spannend, oder? Der Mann oder die Frau, die das geschrieben hat, ist zuerst wirklich verzweifelt. Niemand hilft ihr in ihrer Not. Stattdessen machen sich alle über sie lustig. Und dann wendet sich das Blatt. Plötzlich kann sie Gott hören und alles wird gut. Wobei wir wissen nicht, war das jetzt wie beim Xaverl, dass Gott so lange geschwiegen hat, bis die Person selber draufgekommen ist, wie sie das Problem lösen kann? Oder hat er vielleicht die ganze Zeit mit ihr gesprochen und sie konnte Gott nur nicht hören? Weil Gott eben nicht laut schreit. Wir wissen jedenfalls eines. Wenn du Gott hören willst, musst du ganz leise sein. Musst du dir Zeit nehmen. Manchmal dauert es viele Jahre, bis man sich sicher ist, was Gott einem sagen will. Und genau darum geht es in der heurigen Adventzeit bei dem, was zu Hause bei euch entstehen soll. Ist natürlich heuer alles nicht so einfach. Wir können euch nichts mit nach Hause geben. Aber natürlich haben wir uns trotzdem
etwas überlegt. Und wie das genau funktioniert, was ihr zu Hause basteln könnt, werden uns jetzt Agnieszka und Gottfried zeigen und erklären. Ihr findet auf der Homepage die Unterlagen, die ihr braucht. Ihr benötigt einen Drucker, eine Schere, einen Klebstoff, Klopapierrollen und dann ganz viele verschiedene Buntstifte und Farben sowie Watte und Stoff. Wenn dann eure Eltern vom Drucker das ausgedruckt haben, könnt ihr es anhand der Linien einfach ausschneiden und es wird so eine Form. Da unten steht auch etwas geschrieben, nämlich die Kernaussage von unserem heutigen Kinderwortgottesdienst. Wenn man dann das Ganze zusammenrollt, wird es auf einmal ein Hörtrichter. Und so kann man dann die Worte Gottes hören. Aber das ist noch nicht alles. Das heißt, jetzt einmal der Hörtrichter. Ihr könnt dann die Klopapierrolle braun anmalen und vielleicht so ein paar Baumäste dazugeben. Und aus dem Hörtrichter einen Baum gestalten mit Watte, mit Reisig, mit Buntstiften und alles, was euch einfällt. Dann könnt ihr den Hörtrichter als Baum auf den Baumstamm geben. In der Zeit vor Weihnachten wollen wir jetzt versuchen, immer wieder still zu werden und hören, was Gott uns sagen möchte. Mir hilft beim Stillwerden oft das, was wir eigentlich vor Weihnachten oft machen. Wir zünden uns eine Kerze an und irgendwie strahlt das schon eine gewisse Ruhe aus und bringt uns vielleicht irgendwie ein bisschen näher zu Gott. Das Gefühl hat man oft. Und vielleicht spüren wir auch schon, in diesem Licht steckt die erste Antwort von Gott. Weil er will mit unserer Hilfe das Leben für alle heller machen und schöner machen. Und wir haben da ein Lied gefunden, das sehr schön dazu passt. Und zum Abschluss unseres Kinderwortgottesdienstes wollen wir das gemeinsam mit euch singen. Es heißt, zünd ein Licht an. Zünd ein Licht an, gegen die Einsamkeit. Ein Licht ist stärker als alle Dunkelheit. Es macht dich offen, es lässt dich wieder hoffen. Es gibt dir neuen Mut. Alles wird gut, zünd ein Licht an. 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 Gegen Gewalt und Streit, ein Licht ist stärker als alle Dunkelheit. Es macht dich offen, es lässt dich wieder hoffen, es gibt dir neuen Mut. Alles wird gut, zünd ein Licht an. 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 Gegen Gleichgültigkeit, ein Licht ist stärker als alle Dunkelheit. Es macht dich offen, es lässt dich wieder hoffen, es gibt dir neuen Mut. Alles wird gut, zünd ein Licht an. 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 Für die Gerechtigkeit, ein Licht ist stärker als alle Dunkelheit. Es macht dich offen, es lässt dich wieder hoffen, es gibt dir neuen Mut. Alles wird gut, zünd ein Licht an. 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 Jetzt
wollen wir euch noch kurz sagen, wie es weitergeht. Einen kleinen Ausblick geben, wie wir weiter miteinander feiern wollen. Also auch nächsten Sonntag freuen wir uns, wenn ihr wieder um 9.30 Uhr mit dabei seid. Ich hoffe, ihr wisst schon, hier nochmal der Hinweis, alle Infos zu der Kinderkirche findet ihr auf breitenfeld.info/Kinderkirche. Da könnt ihr immer wissen, was weiter passiert. Jackie und Paul werden nächste Woche den nächsten Kinderwortgottesdienst machen. Vielleicht ist auch manchen bewusst, was das für ein Datum ist. Ein ganz besonderes. Und ich würde Jackie und Paul erzählen, was nächste Woche passieren wird. Ja, die Elisabeth hat es schon gesagt. Nächsten Sonntag ist der 2. Advent und gleichzeitig auch der 6. Dezember. Und viele von euch wissen ja vielleicht, dass an diesem Tag ein ganz besonderer Heiliger gefeiert wird, nämlich der heilige Nikolaus. Der Nikolaus, der ist mein Bruder. Ja, wir haben einen Nikolaus auch zu Hause, der Niki nämlich, der heißt auch so. Aber wir werden ihn nicht nur bei uns zu Hause haben, sondern vielleicht auch schauen, dass wir ihn zu euch nach Hause bringen, zumindest virtuell über diesen Weg. Also lasst euch überraschen, was da nächste Woche passiert. Da freuen wir uns schon sehr drauf. Danke für diesen Ausblick. Ich muss sagen, bei uns wird schon ganz fleißig gebastelt. Ich hoffe, auch bei euch zu Hause macht das schon so viel Spaß wie hier bei uns. Wir haben da schon jetzt einige Hörtrichter. Wir werden schauen, was wir alles in der nächsten Woche hören werden mit unseren Hörtrichtern. Und jetzt wollen wir gemeinsam mit dem Kreuzzeichen unseren Kinderwortgottesdienst beenden, mit dem wir ja auch den Kinderwortgottesdienst begonnen haben. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Wir freuen uns schon, euch nächste Woche virtuell dabei zu haben. Baba!